Machen wir jetzt weiter? Ja. Heute gibt's keinen. Wer macht du mal? Mit Fane, glaube ich. Ja, warte mal. Oh. Nee. Hä? Hey. Können wir mit ihm da vorne reden? Sepp. Sepp, der Cleanser. Sehr gut gemacht. Mhm. The strategist. I will keep my... Defeated. Tell me. Was ist da los? What is your strategy in battle? You may have talent is clear. An effective method. I will keep my eye on. Oder es war halt echt, weil wir beim einmal verloren haben. Aber nee, bei dir hat sie ja gesagt, dass es klappt. Ich habe keine Ahnung. Haben wir die Quest überhaupt noch? Wie ist das eigentlich an... Ja, wenn die Quest abgeschlossen wäre, hätte uns Nebora oder einem von uns hätte Nebora die Heilsbänder abgenommen. The one will arrive in time. Each day brings us one step. You don't become the one by winning just a match or two. Der verfluchte Ring. Trompte. Ah! Ich weiß es! Der rote Prinz soll den anlegen. Ich hab gespeichert, mal gucken, was passiert. The ring just got tighter. Jetzt hat der verfluchte Ring. Tagebuch. Und der Ring verfluchte mich. Yay! Und jetzt? I'm the only one with the guts. I deserve the glory. Each day brings us one step closer. Something isn't right. Wow. The ring's gone, but not its curse. Ich muss einen neuen Ring finden. Was? Bringe jemand anderen dazu, den Ring zu tragen. The fuck? We do not fight more today. Willst du diesen Ring tragen? Ich habe eigentlich keine Lust, verflucht zu werden. Ja, ich meinte eigentlich die Tola. Kann ich irgendwie per Dieberei denn irgendwie... Das ist ja jetzt irgendwie richtig lame. Also es kann sein, dass ich jemand anderem den ins Inventar legen muss, aber... Mal schauen, ob das reicht. Auf jeden Fall mal zu Nebora gehen und gucken, ob sie nicht doch Fane den Ring irgendwie abnehmen kann. Musst du aber mit ihr reden, ne? Ja. Das war mit Fane. Ja. Muss mit. Achso, tust du. Ja, naja. Keine besondere. Was sie anfertigt. I ain't. Just seeing her. She looks up. You looking to buy something? So, Vorrichtungen. Found it in the scrap heap. Not, never knew it to be much of a. Da, jetzt hat. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with all for you? Hell no. Worthy is exactly the right word. Vielleicht geht es jetzt der Fight in der Arena? Wobei, ja. Wir haben keine. Wir haben die Quest halt auch nicht. Ja, wir haben nicht die Arena das ein. Wieso? Haben wir jetzt gewonnen oder verloren gehabt? Ja, wir hatten gewonnen. Also, ich meine, wir haben den Fight erfolgreich abgeschlossen. Und du bist ja auch. Also, Fane wird ja auch als Sieger genannt. Dann ist da irgendein Bug drin, keine Ahnung. Sehr seltsam. Drin steht. So, die Kreischer können wir auf jeden Fall weitermachen. Und wir müssen auf jeden Fall... Können wir mit Kratiana reden. Oh. Das wäre so... Ja, weil sonst müssen wir halt immer zu Gareth und so weiter. Wee. So, mal gucken.
Gesegneter Dampf. Würde man da den Flug loswerden? Nee, habe ich ja probiert. Hat nicht funktioniert. So, Kratiana, ich habe ein Seelengefäß. Sie stoppt dead, als du die Jar aus deinem Backpack ziehst. Ihre Stimme trembelt, als sie spricht. Du hast die Vault geöffnet. Du, bitte, gib das mir. Gib es mir jetzt. Warum steht denn da der Name drauf? It matters not. All that matters is that you give it to me. Sie ist fallen lassen. Oh. Nein, wieder einstecken. She reaches up and tears off her mask, revealing a wet skull stained by centuries. You stare into the empty eye sockets of the undead creature before you. I have waited centuries. Watching lives come and go, while my soul lies locked in a cage. Ja, aber dann stirbt sie doch. Ja, möchte sie ja vielleicht. Aber sie hat einen Ring, der Regeneration gibt. Ja, schön. Vielleicht stirbt sie ja auch nicht, vielleicht freut sie sich ja nur darüber, dass sie wieder mit ihrer Seele vereint ist. Unwahrscheinlich. Ausprobieren. Hat der Rote Prinz schon Fernsichtdurchdringung? Nee, hat er noch nicht. Gut, will ich es jetzt wirklich kaufen, ist die andere Frage. Brauchen wir Schriftrollen der Wiederbelebung? Habe ich noch 5. Okay. Brauchen wir nicht. Blendende Strahlen, glaube ich, habe ich auch schon. Ja, She reaches greedily for the jar, tearing the cap off. You see a green glowing light emerge from the jar, enveloping Gratiana. By Armadia, I feel... Wieso denn den roten Prinzen jetzt? Hey, das ist so unfair. Das finde ich jetzt gemein. Wahrscheinlich, weil er das Seelengefäß hat. Das ist trotzdem unfair. Also bei mir stand plus 30 Sympathie für Ivan. Echt? Ja. Wirklich? Ja, definitiv, Ivan. Aha, hier steht der Rote Prinz. Und vielleicht daran, dass, naja, du und der Rote Prinz, also von dir ist ja Ivan der erstellte Charakter. Vielleicht hat er das dann als Stellvertreter. Wow. Ja, die Leute, die an dir dran sind. Steht sie immer noch da? Ja, ich war. Ah, bei mir ist auch. Witzig. I can feel your tears upon my face. Was ist denn mit dir passiert? I suppose you deserve to know. Before I knew Armadia's grace, I was a very different person. Ja, das wissen wir schon. I was the concubine of Bracchus Rex, but more than his lover. I was his partner. I discovered his power to feed on the source of others, and I allowed it to... No, I made it happen. Man kann es auch einfach weiter erzählen lassen. Ja. As his strength grew, so too did mine. There is nothing you cannot do when you sit on the lap of a powerful king. And I did it all. But power changes a man, as he changes his nation. Schon, was hat sie eigentlich erwartet? Just saying. Armadia, forgive me. It's true. As he grew distant, I just pushed harder. I gave him more and more, trying to win him back to me. I offered him the source of whole villages. He devoured them. The lands outside were once green and beautiful. Until I came. Until I turned them over to him. Now all's poison and the dead are restless. Yeah, du büßt offensichtlich dafür. Armadia is merciful. I found this shrine while hunting a band of wizards. I found the goddess weeping for her children. And I wept. Tschüss. Ja, so wieder nett. If she had through Armadia, I saw my sins and I could bear it no longer. I threw myself from the cliff at the entrance. I tried to rid the world of my evil. Nein. He brought me back from the Hall of Echoes, locked my soul away, and demanded my obedience.
Even in death he commanded. Wie ist sie denn entkommen? Only when two source hunters ended his curse was I free. Since then, I have returned here and spent centuries trying to heal the pain I've caused. She drops the now empty soul jar to the ground, smashing it to pieces with her... You have my thanks, brother. Ja. She starts to speak. Thank you. I can't... Okay, tschüss. Gibt's auch eine Belohnung, wenn man sie messer? Jo, es gibt eine Belohnung. Oh, plus 5 Lebensabsaugen, Steindolch. Mentorenmantel? Brauchen wir Beschwörung? Oder willst du einen Dolch? Wie viel Schaden macht der Dolch? 12 bis 13, gibt aber plus 5% Lebensabsaugen. Boah, also es ist halt okay, ich habe schon einen 12, also einen Dolch habe ich schon, das kann, der andere ist ein bisschen schlechter. Kannst ruhig was anderes nehmen, nur... Ja, einen Beschwörungsmantel? Brauchen wir den? Ich glaube nicht. Was hat ein Fane als Mantel? Als Mantel? Du meinst als Brustpanzer? Ja. Hat er 17, 12 Finesse und einen Beschwörer. Okay, dann ist der nicht besser, den sie da hat. Magischer Kompositbogen. Dann nehme ich halt einen Bogen. So, what? Ach nee, sie ist noch da. My eternal thanks, friend. Interessant. Ich hätte einfach gerade nur ihre Seele zertreten. Mach kaputt, was ich kaputt mache, ne? Ja. Stressbälle sind nicht dafür da, dass man sie nach anderen Leuten wirft, die einen stressen. Gareth. Habe ich auch nicht verstanden. North of nothing in this walk. Okay, ich habe jetzt einen Bogen. Verkauf's gut. Du hast zu viel zu tragen. Mal wieder. Ja. And protect your humble servant. Ein Bogen halt wieder her, wo soll denn? Smoke and screams. Echoes of death. Wow, jetzt hat der Ivan zu viel zu tragen. Fuck you. Schickt einfach Fane die Arme hoch, so. Du hast ja so viel Platz. So, was als nächstes? Hier sind Schweine, haben wir noch. Saliskar, der übrigens tot ist. Kreischer, Hund. Wir müssen einfach unsere Heizbänder loswerden. Ach, warte mal, ich hab noch... Flupp, eine andere Idee. Komm mal mit zum Drachenstrand. Ja, stimmt. Da müssen wir noch hin. Zwar ist da noch so eine Höhle. Ja gut, da war noch so eine Schleimfalle, ne? Und die produzieren ja immer nach. Ja. Ich will vielleicht aus dem Weg räumen. Ich will natürlich auch einfach durchlaufen. Schauen, was passiert. Ja. Wäre so ein bisschen meine Option jetzt auch gewesen. What's this? It looks strange. Hier sind ja überall Siebel. Was hast du gemacht, bitte? Ich hab nichts gemacht. Oh, Jesus. Kann sein, dass der rote Prinz durch eine Falle gelaufen ist? Ja, da muss man sich halt einzeln steuern. Weil ich glaube, da kommt noch ein Kampf und ich hätte gerade irgendwie Lust, einfach mit diesem ganzen Zeug später die ganzen Gegner abzufackeln. Also, naja. Ey, dann halt alle Helden trennen. Are my eyes fooling me? Eine Mirage-Mine. Was? Interessant. A
Oh, ich höre das. Jetzt warst du das. Ja, das war ich das. Dann geh einfach durchs Feuer. Durchs Feuer, du Horstigong! Ey, es ist doch nicht so schwer für maledeite Scheiße. Ja, die Gefährten sind wirklich schlau, wenn es ums Pathing geht. Okay. Ich hab doch Telekinese. Das heißt, erstmal kommt dieses Ölding irgendwo anders hin. Dann kommt dieses blöde Fass irgendwo anders hin. What's this? It looks strange. Are my eyes fooling me? Gott, I hate you. Okay. Die gehen halt dann weg, wenn... Weißt du was? Ich mache jetzt einfach Flügel. What's this? It looks strange. Warum denn? Ich hab doch nichts gemacht. Ach, das ist Solora. Das sieht. Ah, wow. Oh, alles. Oh, Jesus. Das ist irgendwie richtig hart lame. Okay, jetzt mal. Yes. Is it an audience? Geil. Sieht heimlich aus. What is this place? So. Kann es sein, dass wir vielleicht mit ihr reden sollten, bevor wir sie töten? Was? Ich glaube, sie ist in Verbindung mit der Quest mit dem Drachen. Aber mit dem Drachen haben wir noch nicht geredet, deswegen sollten wir vielleicht mit ihr reden. Können wir nicht auch gleich mit dem Drachen reden? Ist vielleicht das schlauer? Ja, wir sind gerade jetzt von einer Seite. Geht vielleicht auch, wenn wir jetzt mit ihr reden. Und dann hinterher den Drachen zum Beispiel dann sagen, wir haben sie umgebracht. Also, wenn sie miteinander verknüpft sind, aber ich glaube, da war irgendwie was. Ja, können wir machen. Schön. Wie gesagt, oder halt schlicht und ergreifend, wir, keine Ahnung. Töten sie halt einfach. Später, oder wir töten sie jetzt halt nicht. Sieht schon irgendwie so aus, als würde sie wollen, dass wir sie. A tall woman stands amid a field of corpses, some fresh, some ancient. The sour smell of them stings your nostrils, your eyes. As you draw nearer, lecker. The stench blooms into a humid flavor you can almost taste. Ich glaube, hier ist die Blutrose. The woman turns to you, bitten lips parting into a grin. She tucks a small bunch of black-red roses into a leather strap across her left hip and, preparing to curtsy, offers you a hand. Okay. She lowers herself slowly, deeply, holding your gaze. Bleh. Her hand is slight and warm, her touch delicate. As she rises up to her full height, the stench of death and excrement assaults you. Yeah. Wie heißt du? She peers closely at you, a shrewd smile playing about her lips. Ave de more de mehr gelach. Oops. Very good, kitten. Now, I imagine you're here for the same reason I am. She pats the bouquet at her hip. But you're too late. These roses belong to me. Looks like we'll have to find some other way to keep them busy. Come, relax. That's the last thing I had in mind. She bites her lip and leans in, close to your face. As she whispers, her breath, faintly fragrant with a sweet your ear. You almost forget where you are. I find you rather delicious. Klar.
Okay. Man kann auch zurückcreepen. Giftiger Hauch zieht das Rückgrat hoch. Richtet sich auf und wendet ihr das Gesicht zu. Ja, ich glaube schon, dass die mich jetzt irgendwie so ein bisschen vergiften will. Also wenn du merkst, dass der Hauch, der das Rückgrat hochzieht, giftig ist, dann fragt man sich auch schon so, what the fuck. Fuck it, zurückcreepen, gleich ist mit gleichem. Ja, das war klar. Ich schätze, das hat man verdient, wenn man die ganzen Soundfehler da gerade ignoriert. Suddenly, all at once, they start stinging you from inside. Ja, übergeben klingt nach einer guten Idee. Tell me, little man, do you know why the soil here is so very fertile? Ja, eine Leiche, weiß ich schon. Very good. I'll need more roses soon enough. I already started with the last traveler who interrupted me. Come, let's make next year's harvest a real bounty. Na ja, klar. Wir müssen nur sie töten, theoretisch. Dann ich glaube, die Aaskäfer kämpfen auch so weiter. By the way, kannst du mich heilen? Heilen? Den roten Prinzen, weil er erkrankt ist. Achso, das könnte ich tatsächlich tun. Was haben wir gelernt? Zurückcreepen klappt oft nicht. So, okay, wie viel? Okay, ich mache mich auf den Weg zu ihr. Du das. Okay. So, wo werde ich sie sehen? Ich werde sie von hier aus sehen. Das heißt, dann kann ich von hier aus. Nein, als ob! Das ist halt gerade so außerhalb der Reichweite. Ich werde nicht sehr jetzt dahin gehen. Ob du das jetzt willst oder nicht? Ich werde dahin kommen. So. Step. Jetzt bin ich da. Tschüss. Okay. Warte mal, ich habe immer noch. Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Klingenfänger. Was habe ich für eine Feuerwaffe? Drachenschnur. Das göttliche Recht ist besser, gibt aber keine. Ach, egal. Ich weiß nicht. Sword, Attacke, der gleiche, der hat auch ein Zeug. Die machen Vergeltung jetzt schon. So. So, der Zombie muss ja eh durch. Steht doch noch eine. Was soll denn das? Ich könnte. Ja. Nee, ich gebe mir Stier. So, warte mal. Beenden. So, was machen wir denn jetzt am besten? Wir müssen irgendwas tun. Oder, nee, ich mag das Blut. Aber jetzt ist ein elektrisch geladenes Blut. Egal.
viel Schaden gewesen. Hm, bisschen. Ich würde sagen, wir sollten die recht pronto fertig machen. Ach, sollten wir das? Hm. Nur so ein Gedanke, den ich hatte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den kam. Nein, ich habe keinen Geistesfrieden mehr. Scheiße, ich habe das nicht gelernt. Das ist natürlich unpraktisch. Ich habe noch eine Schriftrolle. Kann ich auf den roten Prinzen machen? Ja, gut. Das wäre toll. Danke. Okay, ich muss mich jetzt erstmal heilen. Dann. Ich könnte es jetzt regnen lassen, was ich aber gar nicht will. So. Autsch. Aua. Die ist wieder weg. Glory is mine. So, wir tanken jetzt einfach alles weg. Die hat nur so viel blödes Zeug, gefällt mir auch nicht. Kann ich hier hin? Ja, kann ich nicht. Aber ich kann diesen Käfer hier irgendwo hier hin teleportieren. So. Unfair. Oh Gott, diese Twitch ist auch mit dem Schritt zu weit entfernt. Komm, komm. Jetzt aber wieder. Hm. Sag mal, es liegt hier noch irgendwie eine nicht-reanimierte Leiche rum? Nee, oder? Das ist natürlich schade. Ja, dann sorgt dafür, dass es Leichen gibt. Die eine hier hat keine Leben, also keine magischen Lebenspunkte mehr, die ganz so gleich. Ja, ich hab keine Aktionspunkte mehr für eine Auto-Attack. Langsam wird's persönlich, warum brennen die nicht? Ich sterbe gleich. Tja. Nee. Ja, super, dann kannst du mich heilen. Dann kannst du mich aber heilen. Ja. Oh, super, war mir der Fein. Also du musst jetzt Fey nur Schaden kriegen, das ist doch toll. Ja, Fey heilen wäre eine Option, bringt aber auch nur bedingt was. Ja, nee, dann wird sie geheilt. Nee, nur Schaden, nicht heilen. Ich glaube, Bande der Feinde überträgt alles. Nee, glaub nicht, da steht nur Schaden. Explizit Schaden dabei. Okay. So. So, der untote Midat kann noch mal eins auf die Ommel kriegen, oder? Ja, mach das. Dann belebe ich seine Leichen wieder. Zu einem schleimigen Fleischklotz. Oder halt die beiden da hinten. Kann ich wieder beide treffen? Kannst du auch so eine Eimer wegmachen, hier ist etwas tot.
Ja, der Aaskäfer hat halt so viel verdammte magische Rüstung in der Hand. Ich mach jetzt den Guard weg. Ja, genau, sag ich doch diesen Abend. Ja. Und dann hau ich auf den ein. Putz. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch Schaden gekriegt. Ich hab noch Cooldown auf meine Heilung. Eigentlich? Ja, gut. Nee, du meinst nicht. Was für eine Kacke. Auf die Aaskäfer gehen, die da oben irgendwie hin teleportieren oder so. Cooldown. Alles cooldown. Wow. Dann nutzt du Schriftrolle. Keine Teleportationsschriftrolle. Ja, aber irgendeine Kampfschriftrolle meine ich. Ich habe eine Blendgranate. Ah, ich meine, why not? Hast du auch eine andere? Weil die wollen wir nicht blenden, die haben ja beide unfassbar viele Rüstung. Magische. Hast du eine Nagelgranate oder so? Soweit ich sehe. Habe ich nicht. Also, nee. Okay. Dann geh vielleicht aus diesem Ölzeug raus, wenn du durch wirst du verlangsamen. Aus sehe ich die da? Müsste die hier sehen. Mal hier zu finden. Arsch. Sehr kurz. Okay. Können sie versteinern? Ich würde helfen. Ich mache jetzt so Schilde hoch. I yield to none. Besser als nichts. Nee, ich gebe mir Flügel, wollte ich gerade sagen. Scheiße! Ich dachte, dafür braucht man auch zwei Klicks, aber nein, nur nicht. Oh, guck mal, der rote Blitz ist super. So, wie kommen wir an die Bitch da oben ran? Ah, wir können sie infizieren. Dann kriegst also du Schaden. Ja, ich weiß jetzt erstmal nicht um. Ja, das ist doch doof. Kill doch erstmal die ganzen Aaskäfer. Mit deiner physischen Sache. Ja. Nie infiziert. Ja, wenigstens hat er jetzt keine physische Rüstung. Ja. Genau, was? Wobei, nein, ja, das sollte ich lassen. Ich könnte natürlich das Feuer hier löschen und so treten. Ich mehr. Wobei, ach, die haben hier keine magische Rüstung, das heißt, ich kann die Dinge abpacken. Ey, fick dich, geh weg. Fick dich, verpiss dich. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, den Fight müssen wir nochmal etwas anders angehen. Das kriegen wir schon hin, wir müssen uns diese blöden Aaskäfer mal töten. Ja, oder einfach alle auf sie. Mhm. Springt nichts. Weil die Aaskäfer schießen halt komplett durch die Gegend. Und solange die halt nicht wegmachen, ist es halt komplett von hinten. Okay. Nevermind. Nevermind. Zeit, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt den Fight noch wiederholen würde, weil. Naja, wird sich noch ein bisschen ziehen. Ja, wir haben bis jetzt eine Viertelstunde gebraucht, nicht mal ganz. Ein bisschen weniger. Mhm. Wir können es auch pausieren, je nachdem. Okay. Dann machen wir das beim nächsten Mal Buch. Und was habe ich gerade runtergekannt? Schmeiß weg. Dann kann ich ja schon mal Zeug verkaufen, so, oder? Jo. Okay. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.